Hallo, ich bin Volker Mühlhaus und dieses Video ist ein Nachtrag zum Video über den GDS2-Import. Und zwar hatte ich vergessen, dort zu erwähnen, wie man mit Via-Arrays umgehen kann, falls man diese mergen möchte. Hier in diesem Beispiel sehen wir einen Balloon, wo jedes einzelne Via als einzelnes Via in Empire modelliert wurde. Das ist wunderbar für sehr exakte Berechnung. Ich habe den genauen Querschnitt, ich habe die genaue Position. Aber es ist eben auch rechenaufwendig, wenn ich mit so vielen Zellen an dieser Stelle meshen möchte. Für den Fall, dass ich ein Via-Array zu einem Block zusammen mergen möchte, gibt es in den Editor-Optionen unter Import eine Einstellung für GDS2, die standardmäßig auf 0 gesetzt ist für die GDS Via Size. Aber hier kann ich angeben, wie groß ein Objekt sein darf, und kleinere Werte werden dann als potenzielles Via erkannt. Also Achtung, das geht nicht pro Layer, sondern es ist global für sämtliche Layer. Wie klein dieses Objekt also sein darf, bevor es als Via erkannt wird. Und in meinem konkreten Beispiel wollen wir das jetzt mal anwenden. Ich schalte auf die 2D-Darstellung, messe mir zunächst mal aus, wie groß meine Vias eigentlich sind. Normalerweise würden wir das wissen aus unserem Quellsystem, aber hier messen wir es einmal nach, also 0,9 μ Größe dieser Vias und gut 1 Mikrometer Abstand. Gut, ich werfe dieses Modell weg, lade nochmal ein leeres Template-Projekt, habe hier wieder mein SG13 Template und möchte nun diese GDS-Datei laden unter Verwendung von Via Merging. Also ich gehe hier auf Import und sage, mein Via wird erkannt, indem es kleiner als, ja, kleiner als was. Dazu ist jetzt wichtig zu sehen, da steht GDS Units, da steht nicht Mikrometer, sondern GDS Units. Und die GDS Unit meiner SG13 Dateien ist Nanometer. Also in diesem Fall kleiner als 1000 Nanometer. Und der Abstand soll sein unter 2000 Nanometer. Also Objekte, die kleiner als 1000 Nanometer sind und einen Abstand von maximal 2000 Nanometer haben, diese Objekte werden zusammengemerged. Man muss dabei beachten, dass auf den niedrigeren Layern, also Metal 1, Metal 2, diese Zahlen, die ich hier gerade eintrage, durchaus nicht verbundene Objekte schon zusammen mergen würden. Also man muss es hier wirklich mit Augenmaß und angepasst auf die jeweilige Struktur verwenden. Das ist nicht so intelligent wie beispielsweise das Via Merging im ADS Preprocessing, was sehr gut erkennt, was zusammengehört und was nicht. Dieses ist einfach nur, wie groß welcher Abstand, und dann würde es zusammengemerged. Hier für mein Beispiel passt das, also 1 μ. Größe 2 μ Abstand. Okay. Und jetzt File, Import, 2D Layouts, Import GDS2. Hier sehe ich nochmal, meine Units sind Nanometer. Und noch einmal, die Zahl, die ich eintragen muss, sind also nicht Mikron Projekteinheit, sondern die Nanometer aus dem Datei-Dialog. Ich drücke OK, zoome in diesen Bereich und voilà, dort sind jetzt die Vias zusammengemerged zu Klötzchen. Ich blende das Top Metal 2 aus. So, also meine Via-Arrays sind hier zusammengemerged. Was dabei natürlich passiert, ist, der Querschnitt wird jetzt vergrößert. Also es ist die Bounding Box, also die äußeren Ecken meines Via-Arrays, die jetzt bestimmen, wie groß dieser Bereich wird. Dadurch, dass die Vias normalerweise ja viele Lücken haben und so nur etwa 1/4 der Gesamtfläche tatsächlich metallisiert ist,
habe ich also jetzt hier meinen wirksamen Querschnitt durch das Via Merging vervierfacht. Das ist bitte zu beachten bei dieser Modellierung. Das heißt, super präzise ist es nicht, aber ich wollte es zeigen, weil es in einigen Fällen doch sinnvoll sein kann, so ein Via Merging vorzunehmen. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Video.